Da wir Soap jetzt schon eine Weile existiert, können Sie sich sofort denken, dass auch die Sprache Java als am weitesten verbreitete Programmiersprache Ihnen Unterstützung dafür bietet, in Form von Frameworks, wie Sie Web-Services bauen können, die auf Soap aufsetzen. Und dazu gibt es in der Tat einiges an Unterstützung und Optionen, wie ich Ihnen hier mal auf einer Folie zusammengestellt habe. Also um UDDI-Registries anzusprechen, gibt es JAX-R. Dann haben Sie für die eigentliche XML-Verarbeitung als High-Level-Interface dann SOAP API with Attachments, SAAJ, also SOAP API with Attachments for Java. Sie haben dann JDOM allgemein für XML schon, das werden Sie vielleicht schon kennen, ein API, um das DOM, also das Document Object Model, zu parsen. Sie haben natürlich JAX-B, womit Sie XML binden können und damit eine Transformation von Java-Objekten, von klassischen POJOs, Plain Old Java Objects, nach XML durchführen können und wieder zurück. Es gibt auch ein JAX-P, ein API, um XML zu verarbeiten generell. Und in dem Service-Aufrufbereich gibt es dann einmal dieses JAX-RPC. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass es sich bei SOAP um Remote Procedure Calls, also entfernte Prozeduraufrufe, handelt. Und es gibt dann als umfassenderes, größeres Framework das JAX-WS, das Java API for Web Services. Darüber könnten Sie auch REST Web Services umsetzen, über den speziellen Teil davon. Das JAX-WS kann aber deutlich mehr und verwendet einige der APIs, die ich Ihnen jetzt vorher genannt habe, schon wieder. Wenn Sie das auf die Spitze treiben, dann können Sie mit JAX-WS einen VS Soap Web Service entwickeln, ohne jetzt VS Soap oder XML in der Tiefe kennen zu müssen. Und noch eine Stufe umfassender natürlich das Spring Framework mit seinem leichtgewichtigeren Ableger Spring Boot. Und nachdem Spring und Spring Boot in den 20er Jahren dieses Jahrtausends Standard in der Java-Entwicklung sind, wollen wir uns gerade diese letzte Option etwas näher anschauen, weil wir damit wahrscheinlich relativ schnell zum Ziel kommen. Bevor wir da wirklich einsteigen können, brauchen wir typischerweise ja Vorarbeiten, wobei ich davon ausgehe, dass die meisten bei Ihnen auf der Maschine schon erfolgt sind. Sie wissen ja, dass Sie einen Eclipse nutzen können als sehr angenehme, freie, quelloffene Entwicklungsumgebung. Sie sollten gleich die Eclipse JEE-Version verwenden, weil die sogenannte Webtools-Plattform mit beinhaltet. Und aktuell ist da Version 2020.03R. Wie Release, achten Sie darauf, die Enterprise Edition zu erwischen, also die for Enterprise Java Developers. Die ist zwar deutlich größer, beinhaltet aber alles Wesentliche, was Sie benötigen. Wenn Sie das heruntergeladen haben, wissen Sie vielleicht auch schon, weil Sie Eclipse schon länger benutzen, dass Sie einfach diese ZIP-Datei auspacken müssen und dann von dort gleich die Eclipse.exe starten können und loslegen. Sie brauchen einen Application Server, den bräuchten Sie schon, wenn Sie jedes einfache Servlet ja bauen. Da bietet sich Apache Tomcat an, aktuell ist dort Version 9 und laden Sie sich die herunter, das ist die stabile Version. Und auch hier wieder den Tomcat können Sie einfach auspacken. Dann müssen Sie den nur in Eclipse einmal bekannt machen, sozusagen verlinken, indem Sie in Eclipse die Service View benutzen und dort den Assistenten New Server. Die Service View wird in Eclipse meistens nicht sofort angezeigt. Dann müssen Sie einmal Window, Show View, Server und Service auswählen. Und dann können Sie diesen neuen Server anlegen. Danach sollten Sie ein Spring oder Spring Boot Projekt in der Regel über Spring Initializer initialisieren und generieren. Da will ich auf der nächsten Folie nochmal kurz rekapitulieren. Und je nachdem, wie Sie sonst am Rechner unterwegs sind, brauchen Sie eventuell noch einen Apache Maven. Meistens kommen die relevanten Teile mit einer Eclipse Maven Integration schon mit, sodass Sie nichts extra installieren müssen. Ansonsten können Sie aber auch den Apache Maven frei herunterladen. Wenn Sie einmal soweit sind, dann können Sie jetzt dieses in Spring Initializer generierte Projekt können Sie importieren in Eclipse über den Assistenten File Import. Und dann dort Project, da können Sie dann ein
Maven Project importieren. Und zwar, wenn Sie das Project importieren, dann from Archive, dann können Sie dieses ZIP-Archiv anwählen, was Ihnen der Spring Initializer ausgespuckt hat und was Sie heruntergeladen haben. Und Sie gehen dann her und wählen da drin den einen Eintrag, der dieses Maven-Projekt beinhaltet. Den Rest erledigt dann Eclipse im Hintergrund. Ich hatte Ihnen zugesagt, nochmal kurz auf den Spring Initializer zu schauen. Und wenn Sie hier gucken, dann sehen Sie rechts auch die Webseite. Ich habe da mal beispielhaft ausgefüllt, was wir hier für unser Projekt verwenden können. Also wir nutzen natürlich Java, wir wollen ein Maven-Projekt haben. Das ist einfacher als Gradle und mit XML sind Sie ohnehin vertraut. Dann nehmen Sie die aktuelle Spring Release-Version und Sie tragen als Metadaten hier den klassischen Package-Pfad ein, den Sie verwenden möchten. Als Artifact bzw. Name tragen Sie den finalen Namen ein, dessen was rauskommen soll, und können dann noch eine Description, einen Kommentar hinterlegen. Und der Package-Name, der ergibt sich dann, wenn Sie oben die Einträge ausgefüllt haben. Packagen lassen Sie Web-Services typischerweise zu einem WAR. Wir verwenden momentan die stabile Produktionsversion Java 11. 14 ist aus meiner Sicht noch nicht stabil und auch noch nicht ewig lang am Markt. Und wir können dann die Dependency, die Abhängigkeit hier direkt hinzufügen über Add Dependencies zu Spring Web Services oder kurz Spring WS. Wenn wir das tun, dann bekommen wir viele Annotationen, viele Assistenten und so weiter bekommen wir gleich mit herausgeneriert. Und Spring generell vereinfacht Ihr Leben sehr, wenn Sie Java programmieren, weil Sie eben viele mächtige Annotationen bekommen. Und Spring Boot hat dafür gesorgt, dass Spring eben in der Nutzung vereinfacht wird, weil dort an vielen Stellen dann eben diese Convention over Configuration gilt. Und der Spring Initializer, der ermöglicht Ihnen theoretisch auch noch mehr als nur diese Web Services auszuwählen als Dependency, je nachdem, was Sie brauchen. Wir bleiben jetzt erstmal bei den Web Services, weil das ist, was für unser Beispiel hier relevant ist. Aber schauen Sie sich da gerne mal um und generieren Sie mal weitere Projekte. Da werden Sie sehen, dass Sie in vielen Bereichen sehr schnell zum Ziel kommen. Spring Boot Starter ist etwas, was er mit rausgeneriert, und das erlaubt Ihnen dann auch gleich den Tomcat einzubinden, den wir in Eclipse ja schon konfiguriert haben, und damit spielt das Ganze dann auch sehr gut zusammen. Hier könnte man noch mehr einbinden, wieder eine PostgreSQL-Datenbank oder ähnliches, aber das benutzen wir hier nicht, weil wir uns auf den Web-Service-Aspekt fokussieren. Wichtigste Annotationen in Spring Boot, natürlich die Annotation Spring Boot Application ganz voraus. Die ist eigentlich eine Convenience-Annotation, also fast mehrere andere zusammen, nämlich unter anderem Enable Auto-Configuration, also Sie lassen Spring Boot alles Wesentliche erstmal per Convention over Configuration automatisch konfigurieren. Dann Add Configuration ermöglicht Ihnen auch, händisch noch weitere Dinge hinzuzufügen. Sie werden aber sehen, dass wir das hier nicht benötigen, weil das Default schon für uns recht gut passt und wir da an der Application-Klasse, die generiert wird, gar nichts drehen müssen. Und dann gibt es noch eine Annotation Add Component Scan, die dahinter steckt, hinter dem eigentlichen Spring Boot Application. Die benötigen wir schon, weil das dafür sorgt, dass je nachdem, was wir konfigurieren, bestimmte Verzeichnisse komplett gescannt, abgesucht werden von Spring, um festzustellen, ob dort von uns Klassen irgendwelche Dienste anbieten, die dann mit angezogen werden müssen. Und das ist ja tatsächlich der Fall, denn wir wollen ja einen Webservice bauen mit einem Endpoint. Die Annotation AddEnableWS, die aktiviert das Spring WS. Letztlich steckt ganz unter der Haube ja wieder ein Jax WS bei der Implementierung hier von WS Soap in Spring. Aber das spüren Sie schon relativ wenig. Add Endpoint ist dann jetzt die Annotation, die passend zu der Endpoint-Definition in der Whistle dafür sorgt, dass dieser Endpoint, der nach außen exponiert ist, hier jetzt einen Handler bekommt. Also wenn jemand einen Aufruf macht, dass dann das Spring Boot Framework oder in letzter Konsequenz natürlich Ihr Tomcat Application Server weiß,
dieses Request muss ich an Spring Boot weiterleiten und Spring WS leitet das Ganze dann weiter an die als Endpoint registrierte Handler-Klasse. Und innerhalb der Klasse müssen Sie ja jetzt noch die passende Methode finden und das geschieht genau über diese Annotation addPayloadRoute und dort haben Sie den Namespace, das ist genau der Namespace, der aus dem aus der XSD, aus der Schema-Definition stammt und der Local Part genauso, das ist der eigentliche Methodenname, der in dem Schema drin steckt, aus dem Spring Boot, das werden Sie noch sehen, dann auch Ihre Whistle automatisch generiert. Dann gibt es die Annotation Request Payload, da gibt es Ähnliches ja in REST, dass Sie einen Teil Ihrer Payload, der Ihnen übergeben wird, mappen können in Parameterwerte hinein. Denken Sie an addRequestParam, addFormParam oder addPathParam. Und hier bekommen Sie ja die ganze Payload im Body, im Message Body. Und das heißt, hier wird dann der Inhalt des Message Bodies automatisch gemappt auf die passende Java-Klasse, die Sie als Parameter hier angegeben haben, wenn das Ganze passt. Natürlich gibt es auch eine Response Payload, so können Sie dann aus Ihrer Methode, die Sie ja vorher mit Payload Route annotiert hatten, können Sie diese Antwort auch passend befüllen, so wie Sie es brauchen. Und typischerweise ist das einfach der Rückgabewert dieser Annotation addResponse Payload. Die braucht also nichts weiter, keine weiteren Parameter, sondern nur die Methode muss dann den passenden Rückgabewert haben. So, die Configuration, das hatte ich oben eben schon erwähnt, als ich über Spring Boot Application gesprochen habe und darüber, dass wir hier einen Shortcut da drin haben. Die Configuration annotierten Klassen, die können addBean-Elemente beinhalten, wo sie dann entsprechende Beans zur Konfiguration einsetzen. Mit den Konfigurationsbeans werden wir uns nicht viel weiter beschäftigen. Wir wollen jetzt einmal die Schritte durchgehen, die man braucht für eine Spring Boot SOAP Web Service Applikation. Ich hatte ursprünglich überlegt, ob ich Ihnen das live wieder vorprogrammieren soll, wie ich das mit anderen Dingen auch getan habe. Ich habe das am Ende verworfen, weil Sie einiges an XML-Tipperei hier haben. Und einiges an länglicher Tipperei mit langen Klassennamen haben und aus meiner Sicht der Mehrwert hier gering ist, denn Sie werden sehen, es entsteht hier relativ wenig Code. Es passt also hier auf drei Folien drauf im Grunde, was Sie gleich im Folgenden bemerken werden. Also die ersten Schritte wären mal, Sie müssen jetzt ein XML-Schema anlegen mit fachlichen Entitäten, mit den Requests und mit den Responses. Und ich hatte an anderer Stelle schon das Beispiel einer Notizverwaltung verwendet mit Notes. Und diese Notes beinhalteten dann eben eine eigene ID, eine Author-ID, also die ID Ihres Autors, einen Titel und einen Inhalt. Und da sehen Sie, dass das entspricht hier unten diesem Complex-Type mit dem Namen Note in der Schema-Abbildung hier rechts. Und darüber sehen Sie dann genauso ein Pärchen aus Request und Response. Wie gesagt, per Konvention benennt man die ähnlich. Und Sie sehen, dass das Request einfach nur sagt, gib mir die Note mit der ID, die ich hier angegeben habe. Die ID ist vom Typ Int. So war es ja auch vorgesehen bei unseren Notes bisher. Und Sie sehen auch, dass das übereinstimmt unten mit dem Typ, der hinter der ID unseres Complex-Types Node steht. Dort ist also auch vorgesehen, dass die ID ein Int ist, genau wie die Author-ID. Dieses Request soll natürlich dann nachher auch eine Antwort erhalten und diese Antwort ist Ihre GetNode-Response und die hat jetzt einen Complex-Type, wie Sie sehen, nämlich die hat tatsächlich den Type aus unserem aktuellen Namespace hier, den Type Node. Das Element soll dann auch Node heißen und beinhaltet die Antwort, die Ihr Service auf diesen Request dann später ausliefern kann. Wie das zusammengebunden wird, das sehen wir gleich noch. Als nächstes müssen Sie jetzt schauen, dass Sie aus diesem XML-Schema irgendwie
Java-Klassen bekommen, möglichst eine Klasse für die Node. Das wäre natürlich auch ein weiterer Komfortschritt gegenüber anderen Bottom-up-Ansätzen, wo sie die Klasse händisch getippt haben. Da hilft ihnen zwar auch ein Refactor Encapsulate Field in Eclipse schon einiges weiter, nur die Felder hinzuschreiben und dann diese Getter und Setter einfach herausgenerieren zu lassen. Dennoch ist es natürlich einfacher, wenn sie ausgehend von einem formal validierbaren Schema einfach gleich einen Generator anwerfen. Um das zu können, brauchen Sie ein Plugin in Ihr Maven. Da sehen Sie schon, dass in der POM-XML es diese Plugins-Sektion gibt. Und das heißt, Sie können dort einfach ein weiteres Plugin in Ihre POM-XML hinein kopieren. Und das Plugin hier wäre das JaxBee Maven Plugin von Codehouse, das Sie verwenden können. Und wenn Sie dort ein passendes Execution-Ziel anlegen, also ein Ziel, das Maven in einer bestimmten Phase seines Lifecycles abarbeiten kann, dann wird Maven ausgehend aus dieser konfigurierten Schema-Datei, und Sie sehen hier diese Sources, da habe ich diese Source eingefügt in meinem Projekt, die unter Source Main Resources Node Schema liegt. Diese XSD-Datei, nämlich diese Schema-Datei, die Sie hier rechts sehen, einfach als Source hier eingefügt. Und dann kann der Generator daraus Klassen generieren. Die nächsten Schritte wären jetzt, dass Sie eine Abhängigkeit noch hinzufügen müssen, damit er auch eine Whistle generieren kann später. Diese Abhängigkeit, die müssen Sie in den Dependencies einfügen, dort einfach eine weitere Dependency unten anschließen, nämlich die Dependency mit der Group und Artifact-ID Whistle4j, also ein Whistle-Generator für Java. Im vierten Schritt, während Sie den dritten noch gehen, wird Ihnen der Maven im Hintergrund, nämlich hier unten im Bereich Target Generated Sources, JaxBee, darunter wird er unter Ihrem Pfad hier, den Sie in der XSD angegeben hatten, wird er Ihnen diese Entitäten herausgeneriert haben. Also insbesondere die oberen drei sind für uns hier interessant: dieses Node Request, dann die Get Node Response und natürlich die eigentliche Node Klassendefinition, die er hier rausgeneriert hat. Die brauchen wir für unseren weiteren Code, aber jetzt nicht mehr unten in Target Generated Resources JaxBee, wo Maven es hingepackt hat, sondern die brauchen wir natürlich wie in anderen Fällen auch irgendwo oben bei Nodes und darunter am liebsten in diesem Unterpackage Entity, und dort können wir die einfach ablegen und dann haben wir eine saubere Trennung zwischen unseren Entitäten und dem eigentlichen Service. Das heißt, wir kopieren die dort einfach rüber, können das gesamte Package Entity einfach momentan nehmen. Und schon sind wir fertig. Sie sehen hier links dann auch mal diesen generierten aufgeklappten Baum. Im Grunde hätten Sie auch versuchen können, dahin zu kommen, wenn Sie in Eclipse ein Dynamic Web Project anlegen. Maven füllt letztlich, wenn Sie vom Spring Initializer aus kommen, diesen ganzen Teil automatisch mit dem passenden Leben. Und was Sie hier auch sehen, bei Tomcat gibt es ja normalerweise eine Web.xml zur Konfiguration. Sie sehen, dass Sie hier keine sehen, dass es hier keine gibt. Gut, ich habe die POM-XML auch schamlos abgeschnitten, aber Sie benötigen dafür keine extra, denn wir werden die gesamte Konfiguration hier über den Code abwickeln können. Im fünften Schritt erzeugen wir diese Endpoint-Klasse, die dann das eigentliche Lauschen auf den Webservice übernimmt. In REST-Terminologie wäre das der Controller. Und Sie sehen hier, dass dieser Endpoint diese Namespace-URI braucht. Das ist genau der Namespace, den Sie in Ihrem XML-Schema auch angegeben hatten. Ich kann dafür noch einmal kurz hier zurückgehen und da sehen Sie hier oben diesen Target Namespace und der ist exakt identisch zu dem, was ich hier unten in meiner Klasse drin stehen habe. Und wir hatten es ja immer so gehalten, dass unser Controller bzw. unser Endpoint jetzt hier einfach dieses Datenelement als privates Member hält. Eigentlich wäre es natürlich schön, hier jetzt noch eine extra Ressource aufzumachen, die das verwaltet. Aber so weit wollen wir nicht gehen. Sie sehen, dass das Beispiel hier dennoch
sehr kurz bleibt. Sie annotieren einfach die gesamte Klasse mit Endpoint. Sie können den Konstruktor einfach auf Auto-Wired setzen von Spring Boot, ohne da jetzt tiefer reingehen zu wollen. Und Sie sehen jetzt vor allem unten, das ist die wesentliche Methode, die uns noch interessiert, diese Methode GetNode. Die haben wir einfach so benannt, die hätten wir auch ganz anders nennen können, denn SpringWS findet diese Methode automatisch, weil die Klasse ein Endpoint ist und weil wir ja oben unsere Konfiguration so gesetzt hatten, dass er die Verzeichnisse tatsächlich abscannen soll. Und er sieht dann hier eine Methode GetNode, die einen Payload-Route aufweist zu dem passenden Namespace für die XSD, für die Schemadatei, die wir eben erzeugt haben, und wo der Local Part dieses GetNode-Request ist. Und das heißt, genau dann, wenn ein Request vom Typ GetNode-Request reinkommt, was eben, wo dieser Typ definiert ist in dieser Schemadatei mit diesem Namespace, dann weiß er, er muss diese Methode ansprechen und reicht dann eben diesen Parameter mit rein, dieses GetNodeRequest, und zwar reicht er das deshalb mit rein, weil dieser Parameter diese Annotation addRequestPayload aufweist. Und genauso sehen Sie, dass dann diese Methode eine ganz einfache Antwort zusammenbaut und baut uns hier diese Antwort, in der dann diese Node drin steckt, und diese Antwort fließt dann zurück an den Aufrufer, und diese Antwort weiß SpringWS, dass es einpacken muss, weil es diese Annotation hier gibt, addResponsePayload, und damit ist klar, dass der Rückgabewert hier der Body der Antwort werden soll. Schauen wir uns noch die letzten Schritte an, da ist schon gar nicht mehr so viel zu tun. Wesentlicher Punkt, Sie sehen auch, dass das fast der meiste Code hier ist, ist noch die Konfiguration jetzt. Wir müssen ein paar Dinge noch konfigurieren, und das tun wir über eine eigene Klasse, über eine Web-Service-Config-Klasse, die hier diesen WS-Configurer-Adapter extendet. An der Stelle, wenn Sie vergessen haben, die Web-Service-Dependency mit reinzuziehen in Ihren Spring-Initializer, nun, dann werden Sie hier einige Fehler sehen, weil diese Klassen, die Sie hier brauchen, WS-Configurer-Adapter und so weiter, weil die gar nicht vorhanden sind. Dann hier diese beiden Annotationen, die ich auch vorgestellt hatte, EnableWS und Configuration. Und dann hatte ich ja gesagt, Sie konfigurieren das über Beans, ist für Sie jetzt nicht weiter wichtig. Es zählt im Wesentlichen, dass diese Annotation da ist. Und Sie müssen einmal hier wieder Ihr Servlet entsprechend passend registrieren bzw. konfigurieren, dass es das tut, was es soll, dass sozusagen das Basis-Servlet weiß, ich muss das weiterreichen an ein Spring Boot-Servlet, und das weiß, ich brauche hier dieses spezielle Message-Dispatcher-Servlet, und wenn das Message-Dispatcher-Servlet dann diesen URI sieht, also hier dieses WS-Stern, was Sie dort sehen, dann weiß es, dass für diesen Pfad jetzt Ihre Spring Boot Applikation registriert ist. Denn Sie sehen unten auch, dann passend dazu erzeugt der Code hier diese Definition dieser Whistle, also eine Default Whistle 1.1 eigentlich, aber das wird ja ohne Punkte im Methodennamen geschrieben, eine Default Whistle 1.1 Definition, und die aufsetzend auf diesem Schema, was wir hier haben, und dieses Schema, da definieren Sie sich dann noch diesen Port Type Name und die Location URI, genau analog zu dem, was Sie im Servlet drin haben. Und Sie setzen natürlich den Namespace auch analog zu dem, was Sie oben in Ihrem Endpoint verwendet haben, beziehungsweise in Ihrem XML-Schema, in Ihrer Definition. Und Sie sehen, dass hier das Schema auch eingetragen wird, weil auch das dann abrufbar sein soll für den Aufrufer über diese Whistle. Der nächste Schritt ist dann schon der letzte. Sie können einfach diese automatisch generierte Application-Klasse, die Ihnen Spring Boot schon rausgeneriert hat, starten. Sie können das natürlich auch über Run, Run As und dann Run on Server machen. Ich bevorzuge meistens gleich den Debug-Modus zu nehmen, so viel länger braucht der zum Starten nicht. Und Sie können dann, wenn Sie etwas sehen, eben doch dem Fehler gleich nachspüren.
Das letzte wäre dann zu testen. Sie können auch das mit Postman versuchen, der Dateien entgegennehmen. Zum Beispiel das einfachste kommandozeilenbasierte Tool wäre Curl. Auch dem können Sie XML-Dateien verfüttern, die Curl dann direkt abschickt an die URI Ihres Webservers. Denken Sie daran, dass Eclipse gerne den Projektpfad mit aufnimmt, sodass dann als URI oft bei dem Tomcat eben localhost:/projektname/ws und ws entsteht hier, weil wir das hier angegeben haben, wie Sie hier rechts sehen in der Konfiguration, dass Eclipse da gerne diesen Projektnamen einschiebt und dass Sie also mit curl dann eine solche URI abfragen müssten. Sie können, wenn Sie das wollen, sich natürlich hier auch ein paar Dummy-Elemente gleich mal erzeugen, damit in Ihrem eigentlichen Endpoint, wo wir diese Nodes-Member pflegen, auch wirklich welche drin liegen. Oder Sie implementieren sich einfach das nächste Request obendrauf, womit man auch eine neue fachliche Entität hier schreiben kann, eine Instanz davon. Dann können Sie die von außen erst schreiben, hinzufügen und später lesen. Nächster Punkt wäre noch, wie behandeln wir Fehler? Sie haben gesehen, dass das mit Spring Boot oft schon relativ elegant gehen kann, wenn Sie sich mit Spring Boot und REST schon beschäftigt haben. Problem ist ja, wenn auf Ihrem Server typischerweise eine lokale Exception auftritt und Sie tun gar nichts, dann würde der Tomcat mit einem 500 Internal Server Error antworten und diesen Stack Trace herausleiten. Eigentlich wünschen Sie sich aber, dass Sie genauere Fehler weitergeben können. Bei SOAP ist dafür jetzt natürlich erforderlich, dass Sie vorab in der Whistle-Datei klar definieren, welche Fehler können denn kommen. Ansonsten könnte ein aufrufender Client ja sagen, mit diesem Fehlertyp habe ich gar nicht gerechnet, denn der steht ja in der Servicebeschreibung auch nirgendwo drin. Und könnte man jetzt überlegen, dass wenn gar keine Entry da ist, man eben einen No Entries Yet Fault hinzufügt, der dann sagt, wir haben noch gar keine Node, da muss jetzt ein Fehler fliegen. Nicht wahnsinnig sinnvoll, aber es geht ja darum zu wissen einfach, wo die Elemente hin müssen. Dafür müssen Sie dann in der XSD ein extra Element definieren. Dann brauchen Sie in der Whistle vielleicht wieder eine Message, je nachdem, wie Sie es machen. Und Sie können dann an der Operation neben dem Input und dem Output können Sie auch diese Fault Message spezifizieren und genau die kann dann Ihre Methode auch entsprechend befüllen. Das wäre also der Weg, wie Sie in einem WS SOAP-basierten Webservice auch einen Fehler signalisieren können. Probieren Sie es gerne mal aus und starten Sie jetzt mit Ihrem eigenen SOAP-basierten Beispiel auf der Basis von Spring Boot und da können Sie gerne auch mal ein solches Fehlerhandling mit einbauen. Vieles davon können Sie in Spring Boot natürlich heute auch higher level machen. Das haben Sie mit Spring Boot und REST vielleicht eben schon selbst erlebt. Viel Spaß!